Rot glüht dieser Stern, diese riesenhafte Sonne, und scheint alles zu verbrennen in ihrer Nähe. Trotzdem eine durchaus lebenswerte Umgebung, zumindest wenn man diese Asteroidenfelder zwischen sich und diesen roten Riesen buxiert hat. Auf Tellara 2 scheint ein gutes Leben möglich zu sein. Wir haben den Planeten jetzt besiedelt. Das heißt, um es genau zu sagen, wir haben die ersten Kolonisten drauf geschickt. Die müssen dann noch den Planeten richtig besiedeln, müssen viele Gebäude bauen, sich dort erstmal heimisch fühlen, Industrie aufziehen und den Planeten allmählich urbar machen und zu unserem großen Sternenreich hinzufügen, das wir irgendwann mal haben werden. Noch von mal ganz klein an, wir Terraner. Bislang haben wir bloß die Heimaterde, die Heimatplanetenerde, für galaktische Verhältnisse quasi einen Katzensprung entfernt. Und diese neue zweite Welt. Und das hier soll unsere nächste werden, Tellara 1. Ein Kolonieschiff, ein weiteres schon auf dem Weg dorthin. Aber, der Name Tellara 2, weiß nicht, da kann man, glaube ich, mehr draus machen. Wir hatten ja bei der Landung auf dem Planeten festgestellt, dass es dort Artefakte gibt einer untergegangenen Spezies, irgendeiner Zivilisation, deren Errungenschaften ansonsten verschütt gegangen sind. Und wenn man sich diesen Artefakten, diesen Stelen, diesen steinernen Stelen nähert, dann beflügelt das den Geist. Nicht ganz ungefährlich, es kann dann auch verrückt machen oder was auch immer. Aber die Forschung, für die Forschung ist das sehr gut, weil die Leute fixer denken können. Und dann gibt es hier noch Epimetheus-Pollen. Wir könnten den Planeten also auch neckisch Hatschi nennen beispielsweise. Aber ich denke, wir machen einfach deutlich, dass es sich hier um einen Forschungsplaneten handelt. Sehr versteckt leider bei Galsif 3. Willkommen zum Let's Play mit Intrigue, mit dem zweiten Add-on für Galactic Civilizations 3. Sehr versteckt hier das Umbenennungsmenü. Ich habe es trotzdem mal entdeckt. Und ein Forschungsplanet, auf dem es Pollen gibt, das schreit doch alles danach, einem der großen Biologen und Genetiker zu gedenken und diesen Planeten Mendel zu nennen. Es mendelt hier. Und dann ist noch die Frage, was bauen wir hier und wo? Wir haben bereits einen Weltraumaufzug eingestellt. Der steht hier. Ne, pardon, das sind die Pollen. Habe ich ihn etwa hier drauf eingestellt? Das kann doch nicht sein. War ich tatsächlich so doof und habe ihn auf die Pollen gestellt? Das ist doch absurd. Nein, hier habe ich ihn hingestellt. Ach, das ist alles klar. Das waren die Pollen. Okay. Da müssen wir ihn nochmal platzieren. Kommt nochmal hier hin, wird gebaut. Alles klar. Also hier entsteht der Weltraumaufzug und hier können wir gleich Forschung hinstellen. Labore beispielsweise und so weiter. Der soll erstmal die Produktion ankurbeln, damit wir die folgenden Gebäude schneller bauen können. Wo wir zuletzt allerdings stehen geblieben waren, das war der Ideologiebildschirm. Wir haben bei der Besiedlung des Planeten halt die Entscheidung getroffen, pragmatisch vorzugehen, werden mit so viel pragmatischen Ideologiepunkten belohnt, dass wir in einer dieser Zeilen einsteigen können bei dieser mittleren Ideologie. Ich habe mir das mal angeschaut. Aufmerksam, hier würden wir die Möglichkeit bekommen, ein Bereitschaftszentrum zu bauen. Das wäre als Bauplan freigeschaltet für unsere Planeten. Ist allerdings relativ teuer, derzeit noch für uns zu bauen. So schnell klappt das nicht. Also das bringt zwar alle 10 Runden einen pragmatischen Ideologiepunkt. Und davon brauchen wir wiederum 10, um hier voranzukommen und einen weiteren Ideologiebereich freizuschalten, einen weiteren Ideologiebonus freizuschalten. Das ist aber nicht allzu viel und vor allem, wir würden ewig bauen im Augenblick. Wir haben noch nicht viel Produktion. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit, einen kostenlosen Frachter und eine Handelslizenz dafür zu erhalten. Klingt gut, aber bislang haben wir nur mit den Snati Kontakt. Und ob diese eichhörnchenhaften, unglaublich frechen und ein wenig gemeinen Wesen, ob wir den unbedingt einen Frachter rüberschicken, ich weiß nicht so recht. Wir haben ja auch kaum Begleitschutz für ihn. Er könnte auch von Piraten gekillt werden. Scheint mir nicht so clever zu sein. Vierte Alternative ganz unten, dass uns innerhalb der nächsten 50 Runden niemand angreift, weil wir als so klug gelten, dass uns alle als Verhandlungsführer ansehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass uns jemand innerhalb der nächsten 50 Runden angreift. Wir sind ja noch zu Beginn hier unserer Abenteuer. Deshalb das hier, schöpferisch. Wir haben 3 kostenlose Arbeitsschiffe. Die können wir brauchen, um erste Raumstationen zu bauen. Das machen wir mal. Da stehen sie. Gleich 3 Stück. Bevor ich mich um die kümmere, müssen wir aber noch einen Blick in die Technologien werfen. Im Augenblick keine Forschung eingestellt. Wir hatten zuletzt uns eine geholt. Das war
Die koloniale Besiedlung, die es uns jetzt erlaubt, Fabriken zu bauen und Städte auf unserem Planeten zu Forschungsmissionen. Forschungsmissionen können wir auch als Bauprojekte einstellen und haben noch andere Geschichten hier, die wir auch uns holen könnten. Vorausgesetzt, wir hätten halt die notwendigen Ressourcen, die wir alle im Moment noch nicht haben. Das nächste, was wir uns holen wollen, da müssen wir uns erstmal eins klar machen. Wir hatten uns ja jetzt eine neue Regierungsform oder die erste geholt. Wir haben jetzt hier eine koloniale Regierung und das definitiv für die nächsten 26 Runden. Dann können wir erst wechseln. Nur, die bringt halt unter anderem den Malus mit sich, dass wir nur 4 Planeten effektiv regieren können. Das ist wenig, das ist verflixt wenig. Wir müssen uns also schon darauf vorbereiten, irgendwie das hinbekommen, dass wir dann, wenn das hier abgelaufen ist, dass wir dann möglichst eine bessere Regierungsform, eine fortschrittlichere, schon freigeschaltet haben. Welche könnte das sein? Ich habe mich mal informiert, habe mal das angeschaut und bin ein großer Freund, um mal hier im Kolonisierungsbildschirm zu bleiben, von dem, was uns die Xeno-Industrialisierung freischaltet. Der Weg dorthin führt uns über die Xeno-Produktion. Die macht es uns möglich, zum Beispiel unsere Fabriken zu Xenofabriken abzugraden. Noch haben wir keine einzige Fabrik gebaut, aber das werden wir auf der Erde sicher machen. Und die sind schon deutlich effektiver, haben genauso hohe Instandhaltungskosten wie die normalen Fabriken. Hier seht ihr den Vergleich, aber während die nur 5% Bonus bringen, jede einzelne Fabrik auf die Produktion auf einem Planeten, geben die halt gleich 7,5, ohne dass es teurer wäre. Allerdings Konstruktionskosten 100, hier sind es 25, seht ihr, dass die auch viermal so teuer sind. Trotzdem, der Weg darüber und über die Ressourcenverarbeitung, die uns eine galaktische Errungenschaft freischalten würde, für den Bau hätten wir genug Antimaterie, aber kann auch sein, dass wir das demnächst haben. Der Weg darüber, über diese beiden Technologien, führt halt hierhin. Zur Xenoindustrialisierung, und die schaltet das hier frei. Die Regierungsform der Utopie. Glück und Gesundheit und Zufriedenheit und Gesundheit unserer Bevölkerung liegt uns am meisten am Herzen. Wachstum der Bevölkerung um 50% erhöht. Das ist massiv. Ein Moralbonus erhalten wir auch auf allen Welten. Und das Wichtigste, ihr seht es hier, das Kolonielimit ist erhöht. Von 4 auf 12. 12 Welten können wir dann regieren. Aber im Augenblick mit unseren Söldnerschiffen so viel aufdecken, müssen wir da schnellstmöglich hin. Auch da muss man Wahlen abhalten. Muss ich also gelegentlich Wahlen stellen. Wir müssen schauen, dass Writing Bull Junior, der Anführer unserer Zivilisation, ihr habt ihn in der letzten Folge kennengelernt, nicht abgewählt wird. Was ich schade finde, ein anderer interessanter Malus, wir können nicht rushen. Das heißt, wir können nicht ein Bauprojekt mit Credits beschleunigen, aber da sind wir eh weit von entfernt. Zum Thema Geld komme ich gleich. Was ich sehr schön finde, der galaktische Markt wird dann eingeschaltet, wenn wir diese Forschung haben. Neues Feature durch Intrigue, wir können dann Rohstoffe kaufen und verkaufen. Bürokratie, ein Malus, wird hier gesagt, wir können niemandem den Krieg erklären, wir spielen ja ohnehin friedlich. Das haben wir uns vorgenommen, deshalb nicht so schlimm. Und wir können weiterhin Missionen entsenden von unseren Schiffswerften aus. Das finde ich alles sehr schön. Alternative wäre zum Beispiel bei der Umwelttechnik. Hier seht ihr die Regierungsform, die auch etwas früher käme. Der Medien-Assimilierung, also der Beeinflussnahme und der Überwältigung der Bürger durch Medien, bringt mehr Einflusswachstum, wäre also gut. Bei der Vorbereitung auf den Einflusssieg, aber wir wissen noch gar nicht sicher, behaupte ich mal, welche der zivilen, der friedlichen Siegvarianten wir uns nehmen. Das hängt ein bisschen noch vom weiteren Spielverlauf ab, da würde ich gerne flexibel bleiben. Kolonie-Limit hier genauso hoch, eine Reihe von Mali sind hier auch da, der galaktische Markt wird nicht angeknipst hierdurch, also ich bin echt dafür, hier hinzugehen. Hierhin forschen wir. Wie lange dauert das nach jetzigem Stand? 7 Runden, bis wir das haben. Nochmal 6 Runden, also zusammen 13, bis wir auch diese hier haben. Und plus 14, 13 plus 14, 27 Runden. Das käme zu spät. Ihr erinnert euch, wir haben auf dem Regierungsbildschirm wird es angezeigt, in 26 Runden bereits die Möglichkeit, oder das muss auch für eine neue Regierungsform einzutragen. Entweder die alte, wenn wir noch keine neue zur Verfügung haben, oder halt eine neue, aber ich denke, die Forschungserträge werden noch steigen in nächster Zeit. Wir besiedeln ja weitere Planeten. Davor ist mir nicht bange. Das Feature hatten wir beim letzten Mal überschlagen. Wir bekommen zu Beginn 2 Kabinettsmitglieder, die mit denen, die diese Boni hier liefern.
Später im Spielverlauf können wir auch noch weitere bekommen, haben da auch eine Auswahl, aber das kommt erst später. Jetzt noch die Frage, wie kommen wir an das liebe Geld? Wir sind bei 100 oder an die Credits. Wir haben im Augenblick ein Minus pro Runde von 2,4. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an Geld zu kommen oder an Credits zu kommen. Hier, man kann Gebäude bauen, entsprechende Banken und Märkte und wie sie alle heißen. Das hat man bislang noch nicht gemacht und das fände ich auch viel zu früh. Und es lohnt sich so richtig auch nur auf darauf spezialisierten Planeten. Um es abzukürzen, zwei Dinge will ich versuchen. Zum einen, wir haben ja diese coolen Aufklärungsschiffe, vor allem das eine Aufklärungsschiff. Wir haben ja diesen unbewaffneten Scout und das zweite Schiff, das dem folgt und das ständig den Weltraumschrott und die anderen Anomalien einsammelt und erforscht. Und dadurch bekommen wir, glaube ich, ständig mit ein bisschen Glück ständig weitere Credits dazu. Und dann haben wir eine Mission freigeschaltet. Wir haben ja Missionen, sind ja jetzt möglich, dank unserer Regierungsform, die wir jetzt haben. Hier auf der Schiffswerft können wir, wenn wir alle unsere Schiffe gebaut haben, die wir bauen wollen, auf Schatzsuche gehen. Eine teure Mission, kostet 22 Runden, dann wird so ein Zusatzschiff generiert, was dann unbewaffnet, glaube ich, durchs All fliegt und irgendwann Geld entdeckt oder Credits. Wir müssen auch, da können wir auch bald so aufbrechen, weil wir uns gerade ja drei Arbeitsschiffe geholt haben, mehr als wir im Augenblick benötigen. Wir können nicht mehr als vier Kolonien effektiv im Augenblick kolonisieren, gerade bauen wir das vierte Kolonieschiff, in zwei Runden ist es fertig. Das heißt, wenn das abgeschlossen ist, können wir schon dazu übergehen, auf die Schatzsuche überzugehen. Übrigens, Forschungsmissionen können wir noch nicht bauen, weil es uns an der strategischen Ressource Precursor Naniten fehlt. Okay. Jetzt schauen wir uns mal die Schiffe an, die wir haben. Und haben ein weiteres Arbeitsschiff, ein zweites und ein drittes. Die können wir noch nicht alle effektiv einsetzen. Wenn wir uns die Karte anschauen, dann stellen wir fest, das sieht ein bisschen schwierig aus mit den Ressourcen. Wir haben hier links drei strategische Ressourcen dicht beieinander. Ich finde es mit den Symbolen besser zu erkennen. Das sind Promethion, Thulium und hier Antimaterie. Wir bauen Ressourcen darüber ab, dass wir ein Arbeitsschiff verwandeln in eine Sternenbasis. Eine solche Sternenbasis hat einen Radius, in dem sie wirkt, von 5 Feldern in alle Richtungen. Das heißt, hier die 5, die sollten wir, wenn wir hier eine Sternenbasis hinbekommen, bequem abdecken können. Das ist kein Problem. Alles andere ist aber sehr schwierig. Wir können mit Ach und Krach vielleicht irgendwo zwei Ressourcen vereinigen, in der Regel nur eine. Das mache ich alles im Augenblick mal nicht. Das heißt, ein Arbeitsschiff pausiert erstmal. Eins dagegen springen wir darüber und mit dem dritten habe ich was vor, zeige ich euch gleich. Wir schnappen uns erstmal Arbeitsschiff 1 und schicken es. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hierhin, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das wäre optimal. Dann können wir hier noch die Minen erschließen, also die Asteroiden erschließen. Die bringen dann einen Produktionsbonus für die nächstgelegene Kolonie. Also hierhin, dann haben wir mit Ach und Krach das hier. Ja, das passt. Und dann schnappen wir uns Schiff Nummer 2. Und das bringe ich hier rüber, weil ich möchte für diese beiden Planeten, die so dicht nebeneinander liegen, zwischen die oder in deren Nähe halt eine Sternenbasis errichten. Die beide Planeten dann boostet, zum Beispiel denen einen Produktionsbonus gibt. Und dann nehmen wir noch dieses Schiff hier. Machen wir aber erst links oben weiter. Wir hatten die Snati entdeckt. Da oben sind sie, diese aggressiven kleinen Eichhörnchen, Rackerer. Und mit unserem Schiff hier haben wir noch 4 Bewegungspunkte. Und ich will jetzt doch beginnen, hier den Bereich hier zu erkunden, damit wir schauen, wo wir noch weitere in Reichweite, die Arbeiterschiffe können ja auch nicht unbegrenzt weit fliegen, wo wir in Reichweite unserer Heimatwelt vielleicht noch weitere Ressourcen finden, die so interessant sind, dass wir da eine Bergbaustation errichten. Das heißt, wir fliegen jetzt erstmal hier rüber.
drücken das schwarze Loch da oben ganz auf. Haben das Kolonieschiff, das nach jetzigem Stand hierhin fliegt. Das ist die attraktivste Welt, die auch erreichbar ist, locker erreichbar. Hier oben, da ist ja eine Eiswelt, die wir noch nicht kolonisieren können. Und diese andere Welt, weiß nicht, ob ich mich da verständlich oder eindeutig genug ausgedrückt hatte, als wir die entdeckt hatten, die ist schon besiedelt. Das heißt, da können wir im Augenblick gar nicht hin. Diese Precursor-Welt. Und ansonsten sehe ich weit und breit im Augenblick keinen wirklich interessanten Planet. Vielleicht sind direkt weitere von unserer Haustür, ich weiß es nicht. Hier hinzufliegen ist auf jeden Fall nicht falsch. Können wir noch nachher abstoppen, falls wir eine bessere Welt entdecken. Wenn wir die hier kolonisieren, haben wir zugleich Zugriff auch auf die Gebiete hier oben, Richtung Snati, haben dann den Radius, dem unsere Schiffe tätig sein können, deutlich erhöht. Und das Arbeitsschiff hier, tja, was machen wir mit dem? Sollen wir den auch rüberschicken und sagen, hey, wir fördern den hier? Nein. Ich schicke den mal. In die Schiffswerft rein, da ist der sicher. Und warte erstmal ab, und wo wir den eventuell demnächst dann gleich hinschicken werden. Ja, wollen wir mit dem Prospektor, mit dem Söldnerschiff, noch eine Anomalie aufdecken? Bitte Credits. 100, ja! Wunderbar, großartig. Das hat sich voll gelohnt. Der nächste Weltraumschrott, hier unten ist ein... Ne, das ist die Anomalie, hier oben. Ja, antike Reichtümer. Wir wissen nicht genau, wie dieses antike Artefakt von offensichtlich gewaltigem Wert in unser Flottenkommando gelangt ist. Doch unsere Forschungsbesatzung wird ein Schulterklopfen und eine glänzende Medaille sicherlich toller finden als etwas dermaßen Abgefahrenes wie ein Leben voller Luxus. Oh, großartig. Der Founding Day wird jetzt begangen. wird jetzt abgehalten. Wir feiern die Jahrestage diverser kolonialer Meilensteine. Das ist ja unsere Regierungsform, der Kolonialismus oder das... Nein, Kolonialismus ist ja Quatsch. Wir kolonisieren fremde Welten. Ja, wie sollte man das auf Deutsch übersetzen? Habt ihr einen guten Vorschlag für eine deutsche Übersetzung für unsere Regierungsform? Koloniale Regierung? Ein chaotischer Ferienkalender mit vielen Feiertagen entsteht dadurch, aber wie auch immer, die Leute sind unglaublich glücklich, dass sie erstens nicht arbeiten müssen und zweitens feiern dürfen. Und wir haben durch dieses Event, das jetzt ausgelöst worden ist, für 10 Runden 10% mehr Zufriedenheit. Das ist wunderbar. Kann das sein, dass hier ich habe das Gefühl, es entsteht laufend neuer Weltraumschrott. Weil mich wundert sehr, dass ich, hier sind wir eben wo reingeflogen, dass wir den nicht mit dem hier schon geholt haben. Kann das sein, dass da ständig ein neuer aufploppt? Nochmal 100, wir haben echt Schwein, richtig Glück. 3 weitere Bewegungspunkte. Dann fliegen wir doch mal hier oben hoch. Oh, wie schön. Und jetzt fliegt unser Kolonieschiff mit den letzten 3 Bewegungspunkten hierhin auf Tellara 1. Mal schauen, was das für eine Welt ist, die uns da erwartet. Ja, wir wollen ihn benennen. Besiedeln, ich weiß noch nicht. Wir nennen ihn erstmal nur Tellara. Mal gucken, was uns da erwartet. Oh, ein Superhai lebt dort, eine extrem feindselige, monströse Kreatur mit messerscharfen Zähnen,
durchquert die Meere dieses Planeten. Sie scheint besonders Interesse an unserer Kolonie zu haben und hat bereits viele unserer Kolonisten mit diesen Zähnen und ihrer Feindseligkeit getötet. Guten Appetit. Eure Wissenschaftler haben eine Möglichkeit gefunden, das Monstrum zu erledigen. Mit einer gewaltigen Kanone. Doch sind sie sich nicht sicher, welchen Einfluss das Töten dieser Kreatur auf das Ökosystem und unsere Seetangfarmen haben wird, wenn wir einen solchen Spitzenprädator eliminieren. Was für eine bizarre Übersetzung. Also ein solches Schurkenmonster. Wie lauten unsere Befehle? Wie immer, das hier machen wir nicht. Erbarmungslos, wir machen hier Roleplay, das kommt gar nicht in Frage. Wir sollen noch mehr pragmatische Punkte sammeln, gleich 10, das wäre sehr viel, oder 10 gutmütige. Das wäre der coolere Bonus, denn dann hätten wir einen leichten Forschungsplaneten, wobei 10% ist nicht so immens viel, da gucken wir mal eher auf die Alternativen und lesen uns den Text an. Wir dürfen nicht leichtsinnig sein, befehlt den Wissenschaftlern, diese Kreatur weiterhin zu erforschen, bis ihnen eine passive Verteidigung gegen sie einfällt. Bis dahin sollen unsere Leute drinbleiben. Das bringt mehr Forschung. Wenn diese Bestie unsere Bevölkerung bedroht, wäre Alternative 2, dann können wir sie nicht am Leben lassen. Erledigt die Kreatur und macht weiter wie gehabt. Wenn das Auswirkungen auf das Ökosystem des Planeten haben sollte, werden wir einfach damit zurechtkommen müssen. Ja, das sind die beiden Alternativen. Das andere war ja schon ein Forschungsplanet, er liegt direkt daneben. Den hatten wir schon gegründet, er ist allerdings nicht so groß und nicht so doll wie der hier. Also 10% Bonus ist jetzt nicht so fett, dass ich deshalb hier einen auf Forschung unbedingt machen müsste. Die Frage ist, gehen wir jetzt weiter beim Pragmatismus? Der nächste Bonus war, glaube ich, dass Sternenbasen einen größeren Einflussbereich haben. Plus 2 Felder, oder das? Nee, das war es nicht. Ich glaube, es war, dass Sternen... Ja, ich erinnere mich, dass Schiffswerften, wenn die einen Sponsor haben, dass die aus, wenn die Planeten von weiter weg die sponsern, also da Rohstoffe rüberschicken, dass das nicht so, dass der Malus, der Entfernungsmalus dabei nicht so groß ausfällt. Das ist schon interessant. Und bei gutmütig, wenn ich mich richtig erinnere, da konnte man zum Beispiel in der ersten Stufe ein kostenloses Kolonieschiff bekommen, was uns jetzt gar nicht interessiert. Die Möglichkeit war freigeschaltet, ein bestimmtes Gebäude auch zu errichten, was diese Gutmütigkeits- oder Güte sollte es eigentlich heißen, Gütepunkte produziert übrigens viel schneller, doppelt so schnell wie das gleicheartige Gebäude für den Pragmatismus. Ich mache mal weiter einen hier drauf, dann können wir nämlich, wenn ich das richtig im Kopf habe mit dem Bonus für den Pragmatismus, jetzt da was Schönes finden. Telara ist besiedelt, das schauen wir uns aber nachher an. Ideologie, die werden erst in der nächsten Runde freigeschaltet. Ja, ich habe recht, schaut mal hier. Unsere Schiffswerften sind auch bei doppelter Entfernung von unseren Kolonien 100% effektiver. Schiffswerft Zerfall. Wieder eine etwas seltsame Übersetzung. Um die 50% reduziert. Und was wäre die Alternative bei der Güte? Das ist dieses Projekt, von dem ich erzählt hatte. Oh, erhöht die Zufriedenheit der lokalen Kolonie um 100%. Aber muss auch erstmal gebaut werden. Das können wir immer noch machen. Also ich denke, zwischen diesen beiden Ideologien, wenn wir hin und her pendeln, das Kolonieschiff brauchen wir im Augenblick nicht. Das ist ein anderes Glaubenszentrumspunkte-Gebäude. Das ist ähnlich wie dieses Pragmatismus-Gebäude. Viel zu teuer im Unterhalt, brauchen wir nicht. Und die kostenlosen Forschungspunkte brauchen wir auch nicht zwingend. Jetzt könnten wir in allen Kategorien gucken, wie geht's weiter. Also das war noch am interessantesten. Zustimmung der Heimatwelt steigt nochmal um 50%. Zustimmungsbonus in den ersten 5 Welten, das ist gut. Plus 5 Moral, ja. Widerstandsbonus, falls mal angegriffen wird. Das ist natürlich fett hier. Aber da braucht man lange für. In allen Kolonien 50% mehr Moral. Wir machen mal weiter mit dem Pragmatismus. Haben wir uns ja auch entschieden. Und schauen uns jetzt mal an, was Telara bietet. Und müssen dann auch von beiden Planeten, die wir jetzt haben, gucken wir mal, mit denen verbinden wir jetzt auch unsere Schiffswerft noch. Genau. Das machen wir. Das machen wir alles. Das machen wir alles. In der nächsten Folge, demnächst geht's weiter. Seid ihr damit zufrieden, dass ich so pragmatisch hier rangehe? Oder hättet ihr mich lieber gütig, den Writing Bull Junior, das jüngere Exemplar von mir, der hier unsere Zivilisation anführt? So sieht er aus. Writing Bull Junior. Meinem jüngeren Ich wie aus dem Gesicht geschnitten. Nein, nicht ganz. Damals hatte ich ganz im Ernst
wesentlich längere Haare und einen Lockenkopf. Wer glaubt's?